irgendwie immer melde ich mich von meiner, wie habe ich es das letzte Mal genannt? Fällt mir nicht ein. Von meinem Bett. Heute natürlich wieder mit einem neuen Thema, einem neuen Outfit, rote Haut, wie mir gerade auffällt. Ich werde zum Krebs. Und natürlich meinem Hasen. Hallo Hase, sag mal was. Jetzt sag was. Er ist so schüchtern und versteckt sich immer in seinem Haus. Dummer Hase. Nein, ich mag dich, Hase. Sonst bringt er mich um. Mein neues Thema für heute ist Weihnachten. Weihnachten steht vor der Tür. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt mit unglaublichen Freunden. Seid gegrüßt, ihr unglaublichen Freunde vom Football. Und es war so lustig mit denen. Aber Weihnachtsmarkt ist ja schon ein bisschen extrem. Also dafür, dass Weihnachten ein Fest der Besinnlichkeit sein soll, ist ein Weihnachtsmarkt schon so, hey, kauf das und vergiss das nicht zu kaufen. Und wieso kaufst du das nicht? Du brauchst es zwar nicht, aber kauf's doch einfach. Hey, hu, und das hat er so Jahrmarkt oder wie auch immer. Das heißt, Jahrmarkt ist Charakter und nicht irgendwas mit Weihnachten. Normalerweise sollten da überall Streichquartette stehen und irgendwas fiedeln. Fiedeln Castro oder so. Ihr wisst, was ich meine. Aber wenn man sich's mal überlegt, zum Beispiel bei uns, bei mir ist es jetzt so, dass mir gar nicht wichtig ist, was ich zu Weihnachten bekomme. Hauptsache, die ganze Familie kommt zusammen, weil nach dem Tod meiner Oma und meines Opas ist es eigentlich jetzt so, dass ich mehr das Gefühl habe, dass es wichtiger ist, einfach mit der Familie was zu machen, anstatt ja, irgendwas Materielles zu bekommen. Und es ist nicht mehr so, dass ich mir irgendwie spezielle Sachen wünsche oder sage, wenn ich das nicht bekomme, wenn das nicht unter meinem Weihnachtsbaum liegt, dann bin ich ganz traurig. Vielleicht, weil ich das ganze Jahr über irgendwelche Sachen bekomme, die ich eigentlich gar nicht verdient habe, aber ja, deswegen ist bei uns Weihnachten viel besinnlicher geworden mittlerweile und ich finde es gut so. Also, ich will gar nicht mehr so, das wiederhole ich jetzt nicht nochmal, weil ich schon zweimal gesagt habe. Ja, vielleicht sollte man sich einfach zurückerinnern, worum es an Weihnachten geht. Oder so. Also, jetzt nicht das Christliche darin oder was für eine Religion da auch immer dahinter steckt, sondern einfach ja, das Fest an sich, wie es in unserer christlichen Gesellschaft gefeiert wird. Ja, das war jetzt relativ kurz. Überlegt euch einfach mal, ob ihr nicht viel lieber, ja, schreibt, nee, anders. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, ob ihr euch auf Weihnachten freut und wenn ja, warum. Ob es eher ist, weil ihr Geschenke bekommt. Kann ja sein, dass ihr solche Arschlöcher seid, die nur Geschenke wollen. Macht Spaß. Ich meine, ich war, beziehungsweise bin sicher auch immer noch so, dass ich mich über Geschenke freue und nicht sagen würde, ich will keine Geschenke, bloß keine Geschenke. Wenn ich Geschenke kriege, freue ich mich. Oder ob ihr euch einfach freut, dass mal die ganze Familie zusammenkommt, ihr Leute seht, die ihr normalerweise nicht so oft seht. Und ja,
Schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns morgen mit einem spannenderen Thema als Weihnachten. Weil zu Weihnachten gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Es ist ein schönes Fest und es gibt viel Essen. Und man wird dick. Weil es viel Süßigkeiten gibt, noch mehr Essen und keiner drauf achtet, was man eigentlich so zu sich nimmt. Und in dem Sinne, schlachtet alles, was euch vor die Nase kommt, weil ihr könnt es für Weihnachten gebrauchen. Bis morgen.